عليكم السلام. الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Es freut uns sehr, dass ihr heute wieder bei uns seid. Bi'idhnillah ta'ala werden wir in der Kürze der Zeit, wir werden es auch nicht zu lang machen, ein weiteres Scheinargument behandeln, bi'idhnillah ta'ala in Kürze. Zuvor einmal, ist der Ton in Ordnung? Bitte könnt ihr überprüfen, ob der Ton in Ordnung ist. Wenn ja, dann bitte eine 1 drücken, damit wir auch einen guten Ton garantieren können für euch alle. Denn es bringt uns nichts, dass uns keiner hört. Ist der Ton in Ordnung? Ich vergesse immer, dass das zeitverzögert ist. Ihr hört uns ja immer erst eine halbe Stunde später ungefähr. Okay, alles klar. Alhamdulillah. Reicht. Dann wissen wir Bescheid. Nur bitte achtet darauf, liebe Geschwister, dass ihr den Vollbildmodus einschaltet. Denn bekanntlich bei solchen Themen haben wir viele AfD-Anhänger, die sich gerne mal blicken lassen, weil sie nichts zu tun haben. Und damit ihr nicht gestört werdet und damit ihr auch mit Ruhe diesen Unterricht bi'idhnillah ta'ala verfolgen könnt, so dass ihr nicht großartig gestört werdet und nicht so viel tippen und nicht so viel schreiben und vor allen Dingen keine Fragen beantworten und keine Posts linken. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Taib. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah,
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wie angekündigt, werden wir heute über das Thema sprechen, insha'Allah ta'ala, warum gibt es im Islam keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Warum gibt es im Islam keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Wir werden natürlich auch auf dieses Scheinargument eingehen, liebe Geschwister, und ihr solltet zunächst erstmal ein paar Worte vernehmen, die sehr, sehr wichtig sind, auch für unsere Aqida, für unsere Glaubensgrundlehre, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles und jeden erschaffen hat. Alles und jeden erschaffen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der alles erschaffen hat, ist derjenige, der am besten Bescheid weiß über seine Schöpfung. Höre, was Allah azza wa jalla mir und dir im Koran sagt. Ala ya'lamu man khalaq. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Wer würde sich trauen, anmaßen, dieses in Frage zu stellen, dass derjenige, der alles erschaffen hat und es auf beste Art und Weise erschaffen hat, dass er genau diesen Schöpfer Allah kritisieren möchte, dass Allah bestimmte Dinge übersehen hat oder in bestimmten Angelegenheiten falsch handelt? Das tut keiner, außer dessen Glaube Allah subhanahu wa ta'ala niemals in seinem Herzen hereingelegt hat. Der Gläubige weiß, dass Allah, sein Schöpfer, der alles erschaffen hat, es auf beste Art und Weise erschaffen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat vor allen Dingen mit Gerechtigkeit gewaltet, subhanahu wa ta'ala. Und wenn man dieses eingangs versteht, dann wird man auch gar keine Versuchung im Kopf haben. Viele Leute, liebe Geschwister, die haben Scheinargumente und haben eine schlechte Vermutung über Allah, weil sie niemals den Genuss, wallahi, niemals den Genuss gekostet haben im Herzen, dass sie wissen, wer ihr Schöpfer ist, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Gläubiger hat ein ganz einfaches Lebenskonzept. Er weiß, Allah hat ihn erschaffen. Er weiß, Allah möchte für ihn nur das Beste. Und er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er bestraft, tut er das in Gerechtigkeit. Und wenn er verzeiht, dann ist er barmherzig, subhanahu wa ta'ala. Und der Diener weiß, Allah azza wa jal verfügt über alles. Niemand kann etwas tun in diesem Universum, außerhalb dieses Universums, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid weiß. Und daher ist das ein einfaches Lebenskonzept. Und wir Muslime, wir leben in Ruhe und wir haben hier unsere Sakina, walhamdulillah, unsere innere Ruhe. Und deswegen leben wir anders als andere Leute. Wir brauchen nicht, dass wir uns jede Woche einmal besaufen. Wir brauchen nicht, dass wir uns heuchlerisch verstellen. Wir brauchen nicht diese Dinge, weil wir, walhamdulillah, rabbil alamin, die innere Ruhe durch die Gunst Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und wann auch immer du siehst, dass ein Muslim zufrieden ist, so ist er nur deswegen zufrieden, weil Allah ihn zufrieden macht, subhanahu wa ta'ala. Und dieses deswegen, weil Allah, sein Herr, mit ihm zufrieden ist. Und wenn Allah, unser Herr, mit uns zufrieden ist, dann wird er uns zufrieden machen und er wird uns diese Religion lieben lassen und er wird kein Scheinargument an uns heranlassen. Warum? Weil diese Scheinargumente, liebe Geschwister, sind billige Scheinargumente. Und der Islam ist reich an Wissen, walhamdulillahi rabbil alamin, um jedes Scheinargument zu widerlegen. Es kann sein, dass du vielleicht manche Dinge nicht kennst, aber der Islam ist gewappnet, so dass er jedem Scheinargument widerlegt. Dass er jedes Scheinargument widerlegt. Und wie viele Leute kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manche haben ihn Fragen der Prüfung gestellt, manche haben ihn über bestimmte Dinge etwas gesagt und andere wieder weggelassen. Aber was auch immer sie vorgebracht haben, und vor allen Dingen, um den Islam schlecht zu machen, zum Schluss gab es eine Antwort, auf die sie keine weitere Frage mehr hatten. Und das ist so, walhamdulillah rabbil alamin, weil Allah azza wa jal uns das versprochen hat. Wann auch immer diejenigen, die den Islam hassen, mit einem Argument zu uns kommen, so bringt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran eine bessere Antwort als das, was sie an Frage gestellt haben. Möge Allah azza wa jal uns nur nach dem Islam leben lassen und uns niemals von diesem Islam abweichen lassen. Allahumma amin. Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Manche stellen dir die Frage, die sagen dir, warum
ist ein Mann oder eine Frau nicht gleichberechtigt bei euch im Islam. Und ich möchte vorweg sagen, bevor manche Leute wieder herausgehen, dann nehmen sie so viel mit an Antwort, so sollen sie wissen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Erschaffer. Und er ist derjenige, der am besten über die Rechte der Menschen Bescheid weiß. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der uns Menschen das Unrecht verboten hat, er ist frei, subhanahu wa ta'ala, erhaben ist er, dass er etwas an Ungerechtigkeit besitzt. Und daher versteht jeder Muslim, dass Allah azza wa jal jeder Sache seine Aufgabe zugewiesen hat. Und Gleichberechtigung im Sinne, wie der Westen es versteht, ist eine total falsche Vorstellung, die auch heute ganz klar widerlegt wird und wir auch aufzeigen, dass letztendlich diejenigen, die größtenteils aus dem Westen sind und dieses in Frage stellen, dass der Islam keine Gleichberechtigung im Islam hat, dass wir ihnen eine klare Antwort geben können. Ihr werdet sehen, dass ihr selber keine Gleichberechtigung habt, wie ihr sie versteht. Und ihr sollt wissen, wir sagen nicht, dass es eine Gleichberechtigung geben soll zwischen Mann und Frau, sondern es soll Gerechtigkeit geben. Allahu Akbar. Was für ein Unterschied zwischen einer Person, der den Leuten zuweist, der den Leuten sagt, ihr sollt Gleichberechtigung haben, und er mischt Äpfel und Birnen zusammen. Und zwischen einer Person, der sagt, der Islam weiß über jedes Geschöpf Bescheid und jeder bekommt sein Recht. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wir wollen erstmal eingangs, bevor wir weiter auch auf dieses Scheinargument eingehen, liebe Geschwister, wir wollen erstmal über die Grundlage bei uns im Islam sprechen. Die Grundlage ist, dass der Islam klar aufgezeigt hat, dass die Frau nicht wie der Mann ist. Und der Mann nicht wie die Frau ist. Und dieses haben wir in Surat Ali Imran, das ist die Surah 3 im Koran, wo die Frau von Imran, die Frau von Imran. Wer war die Frau von Imran? Die Frau von Imran ist die Mutter von Maryam von Maria. Die Frau von Imran ist die Mutter von Maryam von Maria. Eines Tages, als sie sich so sehr ein Kind gewünscht hat, der sich um Beitul Maqdis kümmert, das geehrte heilige Haus, so hat sie Allah subhanahu wa ta'ala ein Versprechen gegenüber geäußert, dass sie zu ihm sagte, ich werde das, was in meinem Bauch ist, dir zur freien Verfügung stellen, ja Allah. Schaut mal, subhanallah, mit welcher Absicht manche Leute ein Kind bekommen, dass sie ein Kind bekommen, welches nach dem Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala aufwächst. Nicht welches erzogen wird, um sich Allah von dem Anfang der Geburt bis zum Ende des Lebens zu widersetzen. Nein, im Gegenteil, ein Kind zu bekommen, welches in seiner Jugend aufwächst, mit der vollkommenen Liebe zu Allah, mit der vollkommenen Liebe zu Allah und mit der vollkommenen Gehorsamkeit zu Allah und mit der Zufriedenheit, niemand anderen dienen zu dürfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. So hat die Frau von, nochmal den Namen, ich denke, du weißt es, die Frau von Imran, sie sagte, oh Allah, ich stelle dir das, was in meinem Bauch ist, zur freien Verfügung. Und sie wollte natürlich, dass jemand sich um das Haus Beitul Maqdis kümmert. Und das war, wie gesagt, ein heiliges Haus. Das ist, wie gesagt, ein heiliges Haus. So hat sie aber gesehen bei der Geburt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr ein Mädchen gegeben hat. Wer ist das Mädchen? Wir haben es schon gesagt. Sie ist die Mutter von Maryam von Maria. Also ist sie dieses Kind, welches die Mutter von Maria bekommen hat. Maryam, das kleine Mädchen, radiyallahu anha, wir sagen Allahs Wohlgefallen auf ihr. Sie ist die Mutter von Jesus. Die Mutter von Jesus, Maryam, kam als kleines Kind zur Welt. Und als die Mutter von Maryam gesehen hat, dass dieses ein Mädchen ist, die nicht sich um das heilige Haus kümmern kann, wie nur ein Mann es tun kann, dann sagt sie zu Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa dhakaru kal untha. Das Mädchen ist nicht wie der Junge. Allah antwortete ihr, das Mädchen ist nicht wie der Junge. Was bedeutet, das Mädchen ist nicht wie der Junge? Das bedeutet, dass der Mann bestimmte Aufgaben hat, bitte zuhören,
und die Frau bestimmte Aufgaben hat. Und wir reden hier über die Mutter von Maria. Sie hat gesagt, ja Allah, ich habe es zur Welt gebracht. Mit einer Klammer auf Klammer zu, als ob sie sich entschuldigen wollte. Ja Allah, es ist kein Mädchen. Und dann kam die Antwort, das Mädchen ist nicht wie der Junge. Der Junge, Afan, der Junge ist nicht wie das Mädchen. Der Junge ist nicht wie das Mädchen, weil der Junge eine ganz andere Aufgabe hat als das Mädchen. Und insofern müssen wir diese Sache erstmal verstehen. Das ist die Grundlage im Islam, dass der Islam erkannt hat, anders als Leute, die sich heute fortschrittlich nennen und sich hochbrüsten, dass sie in der größten Zivilisation sind, dass sie immer noch nicht bestimmte Sachen erkannt haben, die ein kleines Kind erkennt, wenn seine Fitra, seine natürliche Veranlagung nicht zerstört wird. Wenn wir uns die Erschaffung betrachten, von einem Mann und von einer Frau, so sind sie unterschiedlich. Der Mann hat eine andere Erschaffung als die Frau. Leuchtet jeden ein. Sogar den Leuten, die behaupten, dass sie eine hohe westliche Zivilisation erreicht haben. Tayyib, Nummer eins. Nummer zwei, der Mann hat andere Fähigkeiten als eine Frau. Leuchtet auch jeden ein. Das heißt, wir reden nicht nur über die Schöpfungsdetails, wir reden auch darüber, was jemand fähig ist zu tun und was jemand nicht fähig ist zu tun. Eine Frau bekommt zum Beispiel Kinder, der Mann bekommt keine Kinder. Subhanallah, schaut mal, wir müssen die einfachsten Sachen erklären, damit andere Leute unsere Argumente nachvollziehen können. Eine Frau bekommt Kinder, während ein Mann keine Kinder bekommt. Und es gab einen, der hat mit einem Scheich diskutiert, mit einem Wissenden unter den Muslimen. Dieser, der ein Atheist war, er sagte, bei uns gibt es Gleichberechtigung, ganz stolz. Aber bei euch sehen wir keine Art von Gleichberechtigung zu dem muslimischen Gelehrten. So sagte der muslimische Gelehrte zu ihm, warum veranstaltet ihr nicht ein Wettrennen zwischen einer Person, der blind ist, und einer Person, der sehend ist. So sagte derjenige, der kein Glauben hat, was soll dieses für eine Frage sein? Sie sind doch unterschiedlich in ihrer Fähigkeit. Der eine ist blind, kann nicht sehen, der andere ist aber sehend. Und natürlich, der muslimische Gelehrte hatte einen Hintergedanke bei dieser Frage. Er sagte, Subhanallah, ihr trennt zwischen beiden, aber verlangt, dass man sie gleich behandelt und sie haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und sowas entgeht keinem, der nur etwas an Grips besitzt. Walhamdulillah, der Muslim, er besitzt Grips. Schaut mal, liebe Geschwister, kannst du eine Frau mit dem belasten, eine harte Arbeit, wie du es nur mit einem Mann machen kannst? Du wirst mir sagen, nein. Eine Frau schafft nicht das zu tun, was ein Mann tut. Wir reden zum Beispiel über eine Baustelle. Wir reden zum Beispiel über harte körperliche Arbeit. Die Frau hat nicht dieselbe Fähigkeit wie der Mann. Du kannst zum Beispiel einen Mann holen und eine Frau, die gleich groß sind. Gleich groß sind. Beide sind zum Beispiel 1,75 groß. Und beide wiegen gleich. Beide wiegen gleich. Sind sie deswegen auch gleich in dem, was ihre Fähigkeiten anbelangt? Antwort nein. Oh Wallahi, wer das sagt, der hat nichts verstanden vom Leben. Das heißt, der Mann, trotz derselben Größe und trotz desselben Gewichts, ist unterschiedlich in seinen Fähigkeiten belastbarer als die Frau. Leuchtet uns das ein? Das leuchtet uns ein. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Mann bestimmte Aufgaben zugewiesen, welches er der Frau nicht zugewiesen hat. Welches er der Frau nicht zugewiesen hat, weil die Frau von ihrer natürlichen Veranlagung her nicht ein übles Wesen ist und nicht eine verfluchte Person ist und nicht eine Frau, auf die gespuckt wird, sondern Allah hat sie anders erschaffen. Schluss, Punkt, aus, fertig. Schluss, Punkt, aus, fertig. Der Mann ist nicht in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen, weil das die Aufgabe der Frau ist. Aber wir haben heute Leute, Feministinnen, und diese Feministinnen, das sind meistens Frauen, die keinen Mann abbekommen haben. Meistens sieht man das anhand, möge Allah uns bewahren.
Diese Feministinnen, komischerweise, wollen selber der Mann in der Beziehung sein. Schaut mal, sie ist eine Frau, will aber der Mann in der Beziehung mit der anderen Frau sein. Das zeigt dir, dass diese Leute einfach nur mit sich selbst unzufrieden sind und gar keine Logik im Leben haben und dass diese Leute überhaupt nichts vom Leben verstanden haben. Deswegen sagen wir, du kannst nicht eine Frau mit einem Mann vergleichen. Was sagte die Frau von Imran, die Mutter von Mariam, von Maria? Sie sagte, das ist die Tochter. Und die Antwort war klar, der Junge ist nicht wie das Mädchen, weil der Junge unterschiedliche Aufgaben hat. Und natürlich, auch damals war das bekannt bei den Leuten, die Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben, dass der Junge eine ganz andere Aufgabe hatte. Er hatte die Aufgabe, dass er sich um die Gäste kümmert. Er hatte die Aufgabe, dass er sich um Al-Bayt al-Maqdis kümmert. Er hatte die Aufgabe, dass er auch ständig zwischen den Männern war. Soll das eine Frau machen? Heutzutage hat man in bestimmten Religionsgemeinschaften seine Religion komplett geändert. Subhanallah, es ist bekannt, dass keine Frau ein Prophet ist. Keine einzige Frau. Weder die Christen sagen, dass eine Frau ein Prophet war, noch sagen die Juden, dass eine Frau ein Prophet war. Und sogar die Muslime, die die Wahrheit im Herzen tragen, möge Allah uns auf der Wahrheit befestigen, sagen, es gibt und gab niemals eine Frau, die ein Prophet war. Stellst du dir nicht die Frage, warum? Und wer jetzt sagt, ja Allah, das ist ungerecht, warum soll nicht eine Frau auch eine Prophetin sein? Das zeigt, welchen Hass man gegenüber Allah, seinem Schöpfer, hat und wie unzufrieden man mit der Bestimmung Allahs ist und dass man niemals verstanden hat, dass diese Frau bestimmte Aufgaben nicht machen kann. Bestimmte Aufgaben nicht machen kann. Der Mann, der ein Prophet war, er konnte sich mit den Leuten heimlich treffen. Er konnte sich mit den Leuten heimlich treffen. Das heißt im Verborgenen und im Offenen. Soll eine Frau sich hinter oder im Hof, in einem dunklen Hof mit 20 Männern treffen? Bei manchen ist das kein Problem, das wissen wir. Aber wir wissen auch, bei manchen Leuten ist die natürliche Veranlagung schon lange zerstört. Schon lange zerstört. Es gibt auch Leute, die tauschen ihren Partner aus in irgendwelchen Clubs. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt Leute, die wollen dir sagen, warum kann eine Frau nicht auch ein Prophet sein? Aha. Eine Frau bekommt die Menstruation und ist in diesem Zustand anders als im normalen Zustand. Der Prophet hatte die Aufgabe, dass er immer vorbetet und dass er mit den Gottesdiensten vorausgeht. Sollte das auch etwa eine Frau machen? Sollte eine Frau auch im Krieg kämpfen? Bei manchen Leuten, die keine Logik haben, werden sie sagen, auch sie sollten das machen. Auch sie sollten das machen. Und der Islam als einzige Religion hat erkannt, dass die Frau bestimmte Aufgaben hat. Was bedeutet bestimmte Aufgaben? Das bedeutet, dass die Frau nicht dafür zuständig ist bei Allah subhanahu wa ta'ala und dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird, dass sie die Arbeit macht, das Geld nach Hause bringt, damit sie die Familie versorgt. Allah hat die Frau davon freigestellt. Höre, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Er sagt uns, und das ist eine wichtige Ayah, liebe Geschwister, Ar-Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Die Männer stehen den Frauen in Eigenverantwortung vor. Was bedeutet das? Bedeutet das, ein Mann darf auf den Kopf der Frau spucken oder dass sie jeden Tag unter seinen Füßen schlafen muss und er sie treten kann, wann auch immer er sie will, wann auch immer er will, oder dass er an seinem Schnurrbart spielt und ihr links und rechts eine gibt? Das ist nicht gemeint, sondern der Mann steht der Frau in Eigenverantwortung vor. Lies weiter. Allah Azza wa Jal sagt, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Dafür oder dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die einen vor den anderen bevorzugt hat. Die Aya ist immer noch nicht fertig. Der Vers ist immer noch nicht fertig. Wie geht es weiter? Allah Azza wa Jal sagt, wa bima anfaqu min amwalihim. Dadurch, dass die Männer für sie ausgeben. Schau mal, subhanallah, der Mann hat die Aufgabe, für die Familie zu sorgen. Das heißt, er bringt para mit nach Hause. Und bevor jetzt einige Leute, auch unter denen, die im Westen sind, denken, ja, das gibt es nur bei euch Muslime, ich will euch nur eine Statistik geben für diejenigen, damit sie auch ruhig sind. Selbst in Deutschland, ich rede nicht über jetzt Saudi-Arabien, das ist euer Lieblingsland, oder über Ägypten, ich rede jetzt über Deutschland. Deutschland selber
verwirklicht das, dass 70% der Männer arbeitstätig sind und die Frauen sind zu Hause. 70%. Das heißt, selbst sie wissen, dass der Mann bestimmte Aufgaben hat und die Frau bestimmte Aufgaben hat. Und daher, liebe Geschwister, sollten wir eins verstehen. Der Mann ist anders belastbar. Seine Aufgabe ist, dass er rausgeht, dass er nach der Versorgung trachtet, dass er Geld nach Hause bringt, Versorgung nach Hause bringt, sich um seine Familie kümmert. Davon ist die Frau total frei. Davon ist die Frau befreit. Sie braucht all diese Sachen nicht zu machen. Allah hat ihr nicht die Aufgabe gegeben, weder dass sie arbeiten muss, noch dass sie die Familie versorgen muss, sonstiges. Diese Frau hat nur eine einzige Aufgabe, dass sie, o Diener Allahs, dass sie sich um bestimmte Sachen kümmert. Heißt das, eine Frau kann nicht arbeiten gehen? Bitte achte darauf. Die Frau muss nicht arbeiten bei uns. Ob sie kann, ist jetzt eine andere Frage. Ich rede über das Muss. Sie ist nicht verpflichtet, im Islam zu arbeiten. Ihre Aufgabe ist nicht, dass sie verpflichtet ist, im Islam zu arbeiten. Und das auch sollte man wissen, dass manche muslimische Männer falsch handeln. Es gibt muslimische Männer, möge Allah uns bewahren, vor ihrer Eifersuchtslosigkeit und vor ihrer geringen Ehre, ich will nicht andere Ausdrücke benutzen, dass sie die Frau zum Arbeiten schicken und die Frau geht vielleicht mit Kopftuch um 3-4 Uhr morgens heraus und sie finanziert den Faulenzer, der von morgens bis abends sitzt und nichts zu tun hat, die gesamte Zeit PlayStation spielt und irgendwelche Filme im Fernsehen guckt. Schäm dich. Ich sage dir, schäm dich und akzeptiere mich als einen großen Bruder. Das ist keine ehrerbietige, das ist keine Sache, die von Ehre zeugt, sondern du solltest ein Mann sein und für die Familie zuständig sein. Und hier wiederholen wir nochmal, die Frau muss nicht arbeiten. Ob sie kann, ist eine andere Frage. Sie muss aber nach unserer Religion nicht arbeiten, weil die Frau ist schon belastet mit vielen Aufgaben. Die Frau ist schon belastet mit vielen Aufgaben. Und subhanallah, dieses liegt daran, weil die Fähigkeit unterschiedlich ist zwischen dem Mann und der Frau. Jeder wird mit mir übereinstimmen, dass der Mann eine andere Belastbarkeit hat als die Frau. Im Gegenteil, wenn es darum geht, mit den Kindern zusammen zu sein, zum Beispiel eine Familie besteht aus 4, 5 Kindern, so sieht man hauptsächlich, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, so sieht man hauptsächlich, dass die Frau ganz anders belastet werden kann mit all ihren Kindern um sie herum. 4, 5 Kinder sprechen sie gleichzeitig an. Mama, ich will den Lutscher. Mama, der schlägt mich. Mama, Mama, Mama. Sie bewältigt so eine Aufgabe besser als der Mann. Da brauchen wir nicht darüber zu reden. Eine Frau, subhanallah, sie kümmert sich um bestimmte Sachen ganz anders und intensiver als der Mann. Schau mal jetzt, wenn du einem Mann die Aufgabe gibst, zum Beispiel, wenn man jetzt einem Mann die Aufgabe gibt, dass er was für seine Familie kocht. Kann sein, dass er das gerne macht. Und er macht das auch mit einem Lächeln. Und das ist gut so. Und ich koche selber persönlich sehr gerne für meine Familie. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Er schmeckt ihn sogar. Das heißt, Alhamdulillah, Allah hat uns ein bisschen Fähigkeit gegeben zu kochen. Und aber die Frau, wenn sie etwas für die Familie kocht, so ist sie ganz anders bei der Sache. Ihre Sorge ist anders in dieser Beziehung als der Mann. Der Mann will schnell hinter sich bringen und das war's dann. Die Frau geht mit einem ganz anderen Eifer an diese Sache. Sie legt sich richtig ins Zeug. Und das können die arabischen Frauen alle bestätigen. Sie legt sich richtig ins Zeug für ihren Mann, möchte was Gutes machen, möchte auch ein Essen machen, welches die Leute lieben. Und sie liebt es dann auch, gelobt zu werden für das Essen. Und deswegen sage ich, liebe Geschwister, ihr solltet auch eure Frauen loben, wenn sie euch ein leckeres Essen machen. Ihr solltet eure Frauen loben, wenn sie euch ein leckeres Essen machen. Und wenn es nicht lecker ist, dann tut so, als ob es lecker ist. Ich will euch nur auf eine Sache hinweisen. Die Frau ist mit bestimmten Sachen anders verbunden als der Mann. Und der Mann ist mit bestimmten Sachen anders verbunden als die Frau. Subhanallah, es gibt Leute, die haben den Begriff Gleichberechtigung so diffamiert, so zerstört, dass sie mit allem gleichberechtigt sein wollen. Okay, soll der Mann jetzt die Kinder bekommen? Subhanallah,
Allah Azza wa Jal ist so barmherzig. Schaut, liebe Geschwister, und jetzt kommen wir dazu, dass der Islam nicht übersehen hat, dass er die Rechte der Frau beschneidet. Nein, 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 nein. Im Gegenteil, der Islam ehrt die Rechte der Frau. Höre zu. Wir wissen, dass die Frau ihre Menstruation hat. Und in dieser Zeit ist sie launisch. Ich will es mal so ausdrücken. In dieser Zeit ist sie launisch. Und die Hormone spielen teilweise bei ihr verrückt. Und es geht ihr manchmal auch nicht so besonders gut. Und teilweise hat sie Schmerzen. Das ist jeder Frau bekannt, diese Zeit der Menstruation. Schaut mal, subhanallah. Der Islam hat sie in dieser Zeit in Urlaub geschickt, damit sie sich nicht belastet mit Dingen, die einen hohen Stellenwert in unserer Religion haben. Bei uns gibt es einige Gelehrte, sie sagen, derjenige, der nicht betet, ist kein Muslim. Subhanallah, die Frau betet nicht in der Zeit, wo sie ihre Menstruation hat. Dieses Urteil betrifft sie nicht. Dieses Urteil betrifft sie nicht. Allah hat ihr freigegeben. Subhanallah. Sie muss nicht fasten. Nein, sie braucht auch nicht zu fasten. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr Urlaub gegeben, sie freigestellt. Subhanallah. Sie braucht nicht zu beten. Und das Gebet ist bei uns die Säule des Islam. Und sie braucht auch nicht zu fasten. Auch das Fasten ist eine Säule vom Islam. Allah schickt sie in den Urlaub, weil er bestens Bescheid weiß über ihren Zustand. Nicht nur das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, An-nisa'u shaqa'iqu rijal. Die Frauen sind die Zwillingshälften der Männer. Und eine Bedeutung von Zwillingshälfte der Männer ist, dass die Frauen genau denselben Vorzug haben wie die Männer. Und genau dieselben Pflichten haben wie die Männer, außer es gibt einen Beweistext, der sie davon ausnimmt. Außer es gibt einen Beweistext, der sie davon ausnimmt. Zum Beispiel, die Frau braucht nicht zu kämpfen. Zum Beispiel, die Frau, sie braucht nicht für den Lebensunterhalt zu sorgen. Das ist die Aufgabe vom Mann. Die Frau braucht in bestimmten Angelegenheiten dieses und jenes nicht zu tun, als eine Pflicht, die für einen Mann eine klare Pflicht ist. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala jedem seine Aufgabe zugewiesen hat, liebe Geschwister. Heißt das, die Frau ist von Allah subhanahu wa ta'ala mit Rechten begünstigt worden? Natürlich. Allah, im Gegensatz zu vielen Unwissenden, Allah kennt die Fähigkeiten der Frau. Subhanallah, ich will euch nur mal ein Beispiel geben. Diejenigen vom Westen, mit Westen meine ich nicht jetzt Westen an für sich, meine, von dort kommen die Scheinargumente, von denjenigen, die diese Scheinargumente bringen. Ich meine damit auch nicht jeden. Sondern die, die diese Scheinargumente bringen, die immer den Islam angreifen und ihn in Verruf bringen wollen. Nur diese Leute meine ich, keinen anderen. Alhamdulillah. Wir haben immer einen guten Umgang gelernt mit den Leuten, das hat uns der Islam beigebracht. Auch die Leute, die mich beschimpfen im Internet, sie wissen, ich antworte auf keinen. Ich habe niemals jemandem dieselben Ausdrücke gesagt, die er mir gesagt hat. Allah ist mein Zeuge, walhamdulillah. Wir haben Benehmen gelernt. Warum boxt nicht ein Schwergewichtsweltmeister ein Mann gegen eine Frau? Warum? Wo ist die Gleichberechtigung? Lass ihn doch boxen. Lass doch Mike Tyson boxen gegen Alice Schwarzer, würde ich mir wünschen, wirklich. Würde ich mir echt wünschen. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Warum gibt es hier keine Gleichberechtigung? Vielleicht, weil sie unterschiedliche Fähigkeiten haben. Du sagst es. Anders. Unterschied. Und das im Westen. Ob du es glaubst oder nicht. Ja, im Westen. Heißt das jetzt, dass ihr auch keine Gleichberechtigung habt. Man sollte immer überlegen, bevor man ein Scheinargument bringt, sollte man erstmal über seine eigenen Verhältnisse nachdenken. Aber wir sind immer noch dabei, weil wir sind jetzt nicht Leute, die euch weghaben wollen. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass ihr uns weiterhin zuseht und wir freuen uns, dass wir weiterhin versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Frau ist die Zwillingshälfte vom Mann. Sie hat dieselben Pflichten und sie hat dieselben Aufgaben wie der Mann, außer wovon die Frau ausgenommen wurde per Beweistext. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, und er ist dabei ein Gläubiger, ein was? Ein Gläubiger. So werden wir ihm ein schönes Leben bescheren. Hat Allah subhanahu wa ta'ala den Frauen, die fasten, oder den Frauen, die beten, oder den Frauen, die Allahs gedenken, oder den Frauen, die den Koran lesen, oder den Frauen, die spenden, hat Allah sie benachteiligt, indem er ihnen nicht denselben Lohn gibt? Höre diese Eier. Man amila salihan, wer Gutes tut, min dhakarin au untha, und er ist dabei, sei es ein Mann oder eine Frau, sei es ein Mann oder eine Frau, und er ist dabei ein Gläubiger, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, und er ist dabei ein Gläubiger, so werden wir ihm ein schönes Leben bescheren. Wo hat Allah hier unterschieden zwischen Mann und Frau? Sie kriegen beide denselben Lohn, wenn sie das Gute gemacht haben. Das ist die Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla hat die Frauen in der Art und Weise geehrt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ittaqullaha fin nisa, fürchtet Allah bezüglich der Frauen. Fa'innakum akhathtumuhun bi amanatillahi azza wa jalla. Denn ihr habt diese Frauen bekommen, als ein Treuegut von Allah. Daher passt auf, wie ihr mit ihnen umgeht. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Und ihr habt die Erlaubnis bekommen, mit ihnen intim zu sein, durch die Gesetzmäßigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam haben uns angehalten, dass wir bezüglich der Frauen Allah azza wa jal fürchten sollen. Wie kann es dann sein, dass wir ungerecht zu ihnen sein werden? Deswegen, o Diener Allahs, unterscheide, und das sage ich auch unseren nicht-muslimischen Zuhörern, es ist nicht die Frage, ob es eine Gleichbehandlung gibt. Die wird es niemals geben können. Wir haben euch auch bewiesen, dass es das bei euch nicht gibt. Sondern wir reden über Gerechtigkeit. Gerechtigkeit muss sein. Ein Mann darf eine Frau nicht schlagen. Ein Mann, und er ist stärker, darüber brauchen wir nicht zu reden. Und ein Mann darf eine Frau nicht schlecht behandeln. Und ein Mann darf eine Frau nicht einfach so ohne Versorgung lassen, ohne Wohnung lassen, ohne Kleidung lassen. Hier ist er ungerecht. Hier ist er ungerecht. Okay, aber jetzt die Frau, sie bekommt ein Kind. Soll der Mann ihn stillen? Soll der Mann ihn stillen? Jetzt ist die Aufgabe der Frau gefragt. Sie ist jetzt hier verantwortlich, dass sie sich um das Kind kümmert. Das kann sie nur mal aus biologischen Gründen nur selber machen. Aber es gibt Frauen, die wollen diese Aufgabe auch den Männern übergeben. Kriegst du die Menstruation? Sie sagt zu ihrem Mann, kriegst du die Menstruation? Jetzt überspitzt gesagt, ja. Und kriegst du das Kind und still du das Kind? Ich bin der Mann. Subhanallah. Wo gibt es sowas bei uns, liebe Geschwister? Daher solltet ihr wissen, der Islam hat die Frau nicht in der Stellung runtergemacht. Im Gegenteil, und das beweist die Überlieferung, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er sagte, ja Rasulallah, man ahakku nasi bi husni sahabati. Wer hat das meiste Anrecht darüber? Wer hat das meiste Anrecht, dass ich gütig, besonders gütig zu ihm bin? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, deine Mutter. So fragte er, wer dann? Er sagte, deine Mutter. So fragte er, wer dann? Er sagte, noch einmal deine Mutter. Er fragte, wer dann? Er sagte, dein Vater. Bedeutet, dass die Frau bei uns das Dreifache, höre zu, das Dreifache an Rechten hat. Allahu Akbar. Und dann kommen Leute und wollen uns in Verruf bringen, unsere Religion in Verruf bringen und behaupten, dass wir nicht so etwas wie eine Gleichberechtigung haben. Wir haben keine Gleichberechtigung. Der Islam würde auch niemals eine Gleichberechtigung akzeptieren, weil dieses Unrecht wäre. Es ist Unrecht, dass du einer Frau das aufbürdest, was du einem Mann aufbürdest. Und es ist Unrecht, dass du einem Mann das aufbürdest, was du einer Frau aufbürdest. Das ist Unrecht. Und wer mit der Maßgabe der Gleichberechtigung kommt, so soll er wissen, er ist dabei ungerecht. Okay, dann tun wir dich in einem Käfig. Sagst du mir, warum tun wir dich in einem Käfig? Ja, weil ein Tier wird auch in den Käfig getan. Aber ich bin doch gar kein Tier. Das heißt, du willst eine andere Behandlung haben. Nicht, dass man denkt jetzt, ich unterscheide zwischen Mann und Frau als Tier. Nein, Audubillah. Ich unterscheide jetzt, indem ich sage, es gibt Sachen, die mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und diese Gerechtigkeiten haben überhaupt nichts mit der Gleichbehandlung zu tun. Denn die Gleichbehandlung ist Unrecht, dass man Frauen aufbürdet, was nur ein Mann erträgt. Könntest du dabei zusehen, wie die Frau, die arme Frau, mit einer harten körperlichen Arbeit beschäftigt ist, wie der Mann? Wer könnte dabei zusehen?
Das würde einem so im Herzen wehtun, dass eine Frau so etwas macht. Ich sage nicht, dass es nicht Frauen gibt, die belastet sind, aber ich rede jetzt natürlich von der Masse. Die Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt auch Frauen, die könnten vielleicht mit Mike Tyson in den Ring kommen. Das könnte sein, Allahu a'lam. Aber trotzdem, lasst uns realistisch bleiben. Realistisch ist, was ist die Masse? Und hier, liebe Geschwister, will ich auch enden, indem ich meinen Geschwistern und auch den Nichtmuslimen sage, der Islam ist nicht als eine Religion gekommen, die die Gerechtigkeit übersehen hat. Wenn es überhaupt eine Religion gibt, die gerecht ist, ist es der Islam. Wenn es überhaupt eine Religion gibt, die gerecht ist, so ist es der Islam. Und das können wir an Tausende von Beispielen belegen. Und wir haben schon darüber geredet, welche Stellung die Frau im Islam hat. Ist sie unterdrückt oder nicht? Da habe ich auf die Situation der früheren Völker hingewiesen, auch unter den Juden und Christen und auch unter den Muschrikin, den Götzendiener der Araber, wie sie die Frau behandelt haben und womit der Islam gekommen ist. Wer will, kann sich das nochmal anschauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer an der Gerechtigkeit festhalten lassen und möge Allah azza wa jal uns immer Adab benehmen geben, so dass wir versuchen, den anderen Leuten von der Schönheit des Islams zu erzählen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilik. Na'am. Tayyib. Bitteschön. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch die Nicht-Muslime natürlich, dass ihr Fragen stellt, bi'idhnillah ta'ala. Okay. Tafaddal, idha fi shay'an, idha fi shay'an min al-as'ila, tafaddal. Darf man mit einem Muslim, Nicht-Muslim, was unternehmen? Zum Beispiel Fußballspiel? Ja, man kann das machen, bi'idhnillah ta'ala, aber man sollte immer eins im Auge behalten, dass man immer daran denkt, dass man Dawa mit den Leuten macht. Das heißt, sie zum Guten ruft. Wir sind nicht Leute, die einfach so mit Leuten rausgehen und sagen, ja, schönen Tag noch und komm, wir zocken jetzt eine Runde oder sonstiges. Nein, nein, nein. Wir haben eine Botschaft. Diese Botschaft ist, dass wir den Leuten den Islam nahebringen möchten. Mit gutem Benehmen, mit guten Worten und mit einem guten Vorbild, weil wir das Gute für die Leute lieben, damit sie den Islam annehmen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. Wenn eine Person sagt, ja Allah, wenn du mir Reichtum gibst, so werde ich dir versprechen oder so verspreche ich dir, dass ich mich um die Armen kümmere. Nein, diese Fragestellung sollte man unterlassen, nicht gegenüber Allah azza wa jal. Du hast trotzdem die Möglichkeit, auch wenn du keinen Reichtum hast, dich um die Menschen zu kümmern. Walhamdulillah. Und wenn es auch nur mit einem Euro ist, und wenn es nur mit dem Dua ist, mit dem Bittgebet, und wenn es mit bestimmten Sachen verbunden ist, die jetzt keine große Bedeutung haben, aber alhamdulillah, du hilfst damit auch den armen Leuten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Meine Mutter möchte, dass ich mir den Bart kürze, soll ich das tun? Wenn dein Bart jetzt bis zur Brust geht und du fragst mich, ob du alles, was unter einer Faustbreite weggenommen werden darf, ich folge der Ansicht, wie einige Gelehrte, dass man das, was über diese Faustbreite hinausgeht, dass man das kürzen kann. Aber mindestens muss man eine Faustbreite haben. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Die meisten Gelehrten sagen sogar, dass man den Bart wachsen lässt. Das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Und ein Teil der Gelehrten sagt, alles, was über der Faustbreite ist, darf man hinwegnehmen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wenn jemand konvertieren möchte, dann soll er uns privat anschreiben und dann, inshallah ta'ala, können wir diese Konvertierung bi'idhnillah ta'ala mit ihm vornehmen. Er soll uns privat anschreiben, so, weil alles, was er jetzt in diesem Text reinschreibt, wird untergehen und wir schaffen das nicht immer, alles nachzulesen. Bitte dann einfach eine private Nachricht schicken zu uns und dann nehmen wir die Konvertierung mit ihm vor. Barakallahu fi. Na.
aufbewahren, weil bei mir gibt es leider keine Halalbank. Wie kann man sein Geld halal aufbewahren? Bei mir gibt es leider keine Bank. Lass das Geld zu Hause. Du musst es nicht auf einer Bank tun. Hm? Mach das wie die Araber unter der Matratze. Na. Ich habe gefragt, kannst du bitte Dawa al-Said von Dawa empfehlen? Na. Kannst du bitte Dawa al-Said? Aina hada sual ata? Ma kani. Dawa al-Said? هذا السؤال فوق أو تحت؟ ich weiß jetzt nicht wirklich, mein Sohn hat mir das vorgelesen, ich weiß nicht, wer hier überhaupt gemeint ist. Deswegen überspringen wir die Frage, vielleicht kommt sie danach wieder. Na. Assalamu alaikum, Achi. Ich war 4 Tage im Krankenhaus und habe nicht gebetet, musste Gebete nachkommen. Der Bruder sagt, möge Allah Sojal ihn heilen, ich war 4 Tage im Krankenhaus und habe nicht gebetet. Das war ein Fehler, Achil Karim. Ein Muslim muss beten. Ob er, bitte höre zu, krank ist oder nicht. Ob er in der Lage ist zu stehen oder nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt die Salawat. Er hat uns gesagt, wer nicht im Stehen beten kann, so soll er im Sitzen beten. Eine Person ist krank, kann nicht im Stehen beten, so soll er im Sitzen beten. Und wer nicht im Sitzen beten kann, so soll er sogar im Liegen beten. Und wenn die Person so krank ist, dass er nicht einmal in der Lage ist, die Gebetswaschung vorzunehmen, dann macht er das mit Tayammum, indem er auf Erde schlägt und pustet und sein Gesicht und seine Hände bestreicht und dann kann er beten. Nicht einmal hat er die Gebetswaschung vollzogen, sondern die Ersatzwaschung und er kann damit beten. So leicht hat uns die Religion das gemacht. Walhamdulillah, diese Tage musst du nachholen, Achil Karim, weil du das aus Jahil unterlassen hast. Na. Wie ist das, mit anderen Frauen in einem Raum zu sitzen? Natürlich gibt es Sachen, da haben wir keine Wahl. Das ist eine Zwangssituation, wie zum Beispiel in den Schulen, wie zum Beispiel in bestimmten Institutionen. Da hast du keine andere Wahl. Aber wo auch immer du die Wahl hast, so musst du trennen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. هذا كان سؤال؟ نعم، سؤال أنفوت. طيب. Wenn man sich zwischen die Finger verletzt, wie ist das hier? Wenn du zum Beispiel eine Bandage hast zwischen den Fingern, dann streichst du über die Bandage und das ist gut und dann reicht das bi'idhnillah ta'ala aus. Liebe Geschwister, haben wir noch mal eine Nachricht von der Person, die konvertieren will? Dann bitte schreibt uns, damit wir, falls die Person wirklich konvertieren will. Manche schreiben das auch nur so, weil sie sich lustig machen wollen über uns, aber letztendlich machen sie sich über sich selber lustig. Deswegen, wenn es eine Neuigkeit gibt von der Person, dann bitte uns einfach Bescheid sagen. Dawa Islam, das ist keine gültige Frage. Das wirst du nicht erfahren, wie alt ich bin. Na, Vater. Ich habe gefragt, muss man getrennt voneinander sitzen zwischen Mann und Frau, auch wenn die Frau den Hijab trägt? Die Frau? Muss man getrennt voneinander sitzen zwischen Mann und Frau? Du meinst generell zwischen Männern und Frauen. Es geht ja nicht um deine Frau wahrscheinlich. Natürlich, auch wenn sie den Hijab. Das heißt ja nicht, dass man nicht hingucken kann. Na, insofern sitzt man getrennt. Und die Frauen haben ihren eigenen Bereich und fühlen sich wohl und die Männer. Weil du weißt ja, wie Männer werden, wenn Frauen in ihrer Nähe sind. Auf einmal sind es alles Tarzan-Leute. Möge Allah uns bewahren. Na. Geht der Wudu kaputt oder wird der Wudu gebrochen, wenn man stillt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na. Ich habe eine Frage. Ist der Tashahhud in der zweiten Raka anders als in der vierten? Sprich, müssen wir Na. den
Ist der Tashahhud in der ersten, in der zweiten Raka anders als in der vierten? Ja, weil in der zweiten Raka sagen wir auch At-Tahiyyat und dann Allahumma salli ala Muhammad bis innaka hamidun majid. Dieses ist in der zweiten Raka der Tashahhud. Im letzten Tashahhud, das heißt in der vierten Raka, sagen wir über das hinaus noch das Dajjal. Dieses Bittgebet nicht vergessen, das hat einen großen Wert bei Ibn Allah Ta'ala. Na. Ich wurde gefragt, Assalamu alaikum, wie ist es in der Versicherungsbranche zu arbeiten, vor allem am Verkauf und Wie ist es in der Versicherungsbranche zu arbeiten? Absolut verboten. Du darfst dort nicht arbeiten, Wallahu Ta'ala ala wa a'lam. Wir haben jetzt die letzte Frage nochmal. Wenn die Person den Islam annehmen möchte, dann bitte eine Nachricht schicken. Ich habe gefragt, muss man ein verpasstes Gebet oder mehrere verpasste Gebete nachholen? Muss man ein verpasstes Gebet nachholen? Wenn man es versehentlich versäumt hat, dann ja. Aber wenn man es absichtlich versäumt hat, nein, hier kann man es nicht mehr nachbeten, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten, sondern man muss Allah um große Reue bitten, weil das eine große, schwere Sünde ist und man muss versuchen, dann viele zusätzliche Gebete zu machen. Wallahu ta'ala ala wa alam, da wir keine Nachricht mehr bekommen haben, dass die Person konvertieren will, dann kein Problem, bi'idhnillah ta'ala. Barakallahu fikum und jazakum la khairan. Dann sehen wir uns wieder am Donnerstag, insha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.